One, two, three, four. Ich grüße euch. Ich zeige euch heute einen besonderen Rhythmus. Das ist ein Schlagmuster, welches du verteilt auf deine Trommel in deinem eigenen Sinne spielen kannst. Das Schlagmuster zeige ich dir jetzt mal am Rand der Trommel, auf der Höhe. Du beginnst mit der Haupthand und die Hände spielen immer abwechselnd. Ich mache dir das Muster vor. 3, 4. Nochmal. 3, 4. Das ist das Schlagmuster. Und das kannst du nun verteilen auf die Trommel. Je nach Bedarf, je nach Wunsch. Also im Prinzip musst du nur dieses Schlagmuster spielen können. Wir machen es nochmal zusammen, das Schlagmuster, als Wiederholung. Ich zähle uns rein. Dinge, 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 dinge. 1, 2, 3, 4. Du hast schon gemerkt, der letzte Schlag mit der Nebenhand ist etwas betont. Hör nochmal zu. Nochmal. So, jetzt spielen wir es nochmal gemeinsam durch in einem ruhig gehenden Tempo. One, two, three, four. So, und nun überlasse ich es dir, wie du deine Hände auf der Trommel verteilst. Ich werde jetzt für dich einfach ein paar Inspirationen dir geben und etwas freispielen mit diesem Schlagmuster. Und damit endet dann auch das Video. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Trommeln. One, two, three, four.